Was für ein epischer Kampf. Ich hoffe, dass jetzt dann wenigstens die Idee so weit nur weg. Oh nein, da oben schlägt ja schon wieder einer, oder? Nein, ist nur was. Ist nur ein Wels! Jetzt schaffe ich mehr. Hä? Nee! Wieso ist da schon wieder einer? Die spawnen noch. Aber sowas von schnell. Und vorhin schon zwei unterwegs. So. Der ist jetzt abgehauen. Finde ich gut. Der ist nicht allein. Der ist nicht allein. Da ist einer. Den muss ich wahrscheinlich zuerst fertig machen. Was? Was? Nicht schon wieder! Schon wieder drei? Die spawnen. Das gibt's doch nicht. Ich kann nicht die zwei gleichzeitig bekämpfen. Das geht einfach nicht. Boah, das war knapp. Die sind... Hier hübsch, ne? Boah! Also auf jeden Fall besuchen die. Der ist nicht weit weg, aber sonst spawnen die wieder noch. Oder sie spawnen sowieso noch, aber dann. Der haut wieder ab. Gut. Aber er taucht sicher wieder auf. Wenn man am wenigsten damit rechnet. Hallo, Freundchen. So, den einen habe ich ja fast schon. Boah, das gibt's ja nicht. Jetzt habe ich ihn gleich. Jawohl, den haben wir. Der andere schwimmt schon da oben. Der wartet schon auf uns. Der schwimmt aber immer wieder weg. Da ist der Gejagte. Hinten ist schon wieder einer. Das ist. Die spawnen einfach noch. Sobald ich einen besiegt habe, ist der nächste da. Alter, jawohl! Wo ist er denn? Da oben? Au! Au! Uah! Mach dich jetzt fertig, Freundchen! Ich lass dir keine Chance mehr! Ja, du hast da nicht wirklich gut reagiert, hä? Na komm schon, komm schon. Das war sehr gut reagiert. Au! Weg hier. Ich brauche ganz dringend Nahrung. Ganz dringend. Mir ist doch fast gekommen. So, wer da? Du. Das war jetzt wirklich verdammt knapp. Dieser Dreckskerl.
Ich hoffe, er hat sich jetzt dann nicht die Energie aufgenommen. Wir haben ja nur ein bisschen. Da ist er ja. Na, hat sie nicht Energie und zur Verstärkung geholt, hä? So. Der ist wirklich wieder voll aufgeladen. Das ist ja super fair. Wo bist du? Er geht über Wasser. Wortwörtlich. Jesus Crocodile! Boah, na super erst. Boah, das gibt's aber nicht. Gleich sind wir tot. Was ist das? Du! Du wirst mich nicht besiegen. Runter. Taktisch. Ja, genau. Und schon wieder drei Alligatoren da. Das gibt's doch nicht. Das ist aber schon ein Spiel unnötig schwer machen, oder? So, haben wir was. Verhindern. Erwischt. So leicht mache ich es dir nicht, Freundchen. Du schaust nicht mehr so gesund aus. Was ist denn los? Was ist denn los? Hat der kleine böse Wenn er mir jetzt nur Arme hat, sind wir weg. Uah! Ein Schlag noch und der haut mich. Und sind irgendwie. Weg hier. Boah, das war aber knapp. Das war mehr wie knapp. Jetzt haben wir ihn aber gleich. Ja! Wir haben ihn! Boah! Das war ein epischer Kampf. Oh. Geschafft. So, wo ist denn die Landmarke auch gleich? Die war ja da auch irgendwo in der Nähe, oder? Oh. Gott sei Dank, Hammann. Der hat mich jetzt wirklich total genervt. Weil er nie allein war. Komm schon. Wenn eine Gruppe Erwachsener freiwillig verborgene Rituale durchführen will, um die Prophezeiung der großen Alten zu verfolgen, warum sollte ich das verurteilen? Die großen Alten, das ist doch dieser Cthulhu-Mythos von H.P. Lovecraft. Habe ich schon einiges darüber gehört und in gewissen Büchern wurde es ein bisschen erwähnt, aber nicht so richtig. Jede Begegnung hilft uns dabei, die wenig erforschten Gewohnheiten unserer mysteriösen Bestie zu verstehen. Endlich wieder volle Energie. So, ich würde noch gern die anderen Landmarken finden. Die sind irgendwie cool. Was haben wir hier? Wop! Jupp! Mit da eine? Anscheinend. Eine Höhle. Eine Höhle.
Große Zackenbarsche hier. War das auch nicht interessant, dass ich fressen brauche? Was ist das? Barracuda! Hä? Ein Albino? Ach, ein ganzer Baum. Wo ist er? Der Schnö! Wo ist denn hin? Da ist er. Alter. Kommst du her? Albino-Fleisch. Wow. Ist das geil? Wie wir leuchten. Hab es mir doch nicht verheert. Der Plünderer begnügt sich oft damit, von allen möglichen auf den Meeresgrund gesunkenen Abfällen zu naschen. Ja, wenn's meinst. Ich weiß nicht, ob er sich wirklich damit begnügt oder ob er einfach nur so als kleinen Zwischensnack. Ah, was haben wir denn hier? Noch eine Landmarke, vielleicht hat er auch so einen kleinen Zwischensnack. Schaut nach Zwischensnack aus. Aber nehmen wir auch. Hey, das Wasser. Ah, dafür sehe ich die nächste Landmarke. Die Bereitschaft der Haie, das Meer von verschiedensten Abfällen zu befreien, ist eine ihrer wertvollsten Funktionen. Richtig. Also, habt mich lieb. Ich bin der Hai. Immer daran denken. Wenn man auf Grund läuft, bleibt man am besten bei seinem Kanu und stirbt den Tod eines ehrenhaften Seemanns. Schaut das geil aus. Ui, grenzgenial. Oh, das ist nur ein Nummerntafel. Mit dem werden wir nichts anfangen. Da kommen wir sicher noch nicht hin. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall, müssen wir da größer sein. Hey! Was ist denn du schon wieder so ein kleiner Muspi? Nicht meiner, glaube ich, ne? Falsch. Das wird sich wirklich mit einem Herr anlegen, ne? Na gut, die haben gesehen, dass ich mir gegen Level 15 Krokodile durchschlag. Die werden sich nichts dabei denken. Mal schauen, das ist aber auch wieder ein Nummerntafel. Die Nummerntafel gingen mir aber Gräber am Keks, wenn wir sie da reichen können. Da werden die Fische gerade progressen. Immer mehr Probleme. Warte mal, das ist aber krass. Da ist viel. Oh. Diese Proteinergänzung enthält keine Zusätze, sodass der Hai sich keine Gedanken über versteckte Farb- oder Geschmacksstoffe machen muss. Danke. Eines meiner größten Probleme ist damit erledigt. Haben wir wieder eine Landmarke? Ne, machen wollte. Ich habe immer Sunshine-Sonnenschutz gekauft, bis ich gelesen habe, dass es 7 hormonstörende Chemikalien und Palmöl enthält. Na dann! Ganz böse! Ah, da ist der Gejagte. Hallo Gejagter, ich bin dein Jäger. Oh. Den hole ich mal. Wo ist er denn? Da oben? Hörst du Feigling? Das ist für Feiglingfisch. Schon sind wir auf Level 6. Nice. Was gibt's denn da noch alles? Ja, schon wieder Kisten. Und
da muss aber irgendwo unter Wasserhöhle sein. Ja, noch was. Ah, ne. Erfordert Ausgewachs. Ja, wir werden uns noch ein bisschen umschauen, oder? Na, erfordert auch ausgewachsen. Erfordert ausgewachsen. Ah, komm schon. Macht doch keinen Spaß, wenn ich nirgends rein kann. Wenigstens tut sie. Ja, Gott sei Dank. Das ist für den Spaß. Mutagen 23 kurbelt gewiss das evolutionäre Wettrüsten an. Da opert vor aber noch überhaupt nicht, hä? Nur so früh sind wir da oben überhaupt noch nie waren. Auch missionsbedingt haben wir da nicht unbedingt drauf vermissen. Wels? Ja, das habe ich schon gesehen. Ja, das wird lecker. Wenn ich es erwisch. Ja, schaut gut aus. Wo bin ich? Hilfe! Wo bin ich? Ah, eine Landmarke. Cool, ja. Ein örtlicher Kritiker schrieb einmal, dass Amos Beauregard der Rodin des Bayou sei. Doch Beauregard war Analphabet und hatte keine Ahnung, wer Rodin war. Ist Rodin nicht ein Maler oder sowas? Aber wieder ein Speicher. Dieses Instant-Protein ist eine tolle Zwischenmahlzeit, die dem Hai genug Energie gibt, um eine schwerwiegende Masse zu erreichen. Suff mal doch. Immerhin will ich ein großer, böser Hai werden. Das wäre ganz wichtig für den Menschen. Aber in diesem ersten Gebiet hier gibt es keine Menschen. So kommt... Alligator. Den weichen wir mal ein bisschen aus. In diesem ersten Gebiet scheint es keine Menschen zu geben, weil wir auch noch... Vielleicht doch was, oder? Ah. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht eine Regenbogenforelle? Trotz ihres Rufs als Wrestler beherrschen Alligatoren die technischen Feinheiten von Haltegriffen wie dem Figure 4 noch nicht ganz. Energisch, du davor. Ah, ein Nummerdaffel. Das hole ich mal. Okay, da hab ich noch was. Ich weiß, ich benutze oft das Sonar, aber ich will einfach... Gerade diese Landmarken, ich finde die irgendwie cool. Weil die Meldungen dazu sind extremst geil. Also die würde ich nur ungern versäumen. Blabatsch. Ah. Die Gebiete sind doch riesengroß. Jetzt glaubt man gar nicht, was da alles versammeln wäre. Jemand hätte wohl einen Kurs für Waffensicherheit besuchen sollen. Jetzt sehe ich das erst. Der hat nach hinten geschossen, der hat meinen Schädel weg. Blödsinn. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Ich meine, das ist ja extremst lustig. Ich finde die extremst lustig, wirklich extremst lustig, diese Landmarken.
Der Bullenhai kann durch selektive Fütterung größere Maximalgrößen erreichen. Da ist noch was? Wie viele Landmarken haben wir eigentlich gesammelt? Eine fehlt uns noch. Das schaut aber nicht nach einer Landmarke aus. Die eine suchen wir jetzt noch, oder? Uiuiuiuiuiui. Schnell weg hier. Wieder eine Unterwasserhöhle. Oh, ein Barracuda. So. Zwei Barracudas. Nur mein Barracuda. Was ist das? Nur mehr gleich gar keiner mehr. Oh, nein. Aber jetzt. Ich höre sie da. Der Bullenhai besteht als unersättlicher Fisch zu 90% aus reinem Appetit. Was für eine Wendung. Ich hätte mir gedacht, dass 90% das Muskeln, aber... Boah, von mir aus... Da war er eigentlich auch noch nicht wirklich, oder? So, hier lang. Ja, schon langsam wird das ja was. Aber es ist eigentlich erstaunlich wenig Alligatoren, also als ob es wirklich... Ha, Moment einmal. Auch nur wieder sowas. Mann, super, gut. Möchte ich auch haben. Ich suche eigentlich die Landmarke, die letzte. Im Meer, wo töten oder getötet werden die Regel ist, bieten leistungssteigernde Mutagene Vorteile, die über Leben und Tod entscheiden können. Was soll das heißen, leistungssteigernde Mutagene? Keine Ahnung, was das noch heißen soll. Ich glaube, dass es wirklich darum geht, stark zu werden, aber nicht mutagene. Oder was weiß ich, was da jetzt dann... da ist eigentlich nichts mehr gewesen. Wo ist denn die letzte Landmarke? Ist die doch da vorne? Schauen wir mal. Ich glaube, es tast dann schon ins nächste Gebiet weiter. Na, schauen wir mal. Was haben wir da entdeckt? Er zeigt nichts an. Schade. Immer noch ist Fragezeichen. Ich möchte doch nur die letzte Landmarke finden. Nee, das ist aber nicht die Landmarke. Das ist sicher die Kiste da drunter. Ja, natürlich. Nee. Tut mir leid. Finden wir einfach nicht. Ich will es dann aber auch gar nicht ewig da herumsuchen. Schade. Na dann, ab ins nächste Gebiet. Hoffe ich jedenfalls, dass wir schon so weit sind. Aber es wird mir schon angezeigt, also glaube ich schon, dass wir ins nächste Gebiet können. Kurz einen längeren. Als Folge von industrieller Verschmutzung und Abwasser wurde der Dead Horse Lake 1996 als Superfund-Standort ausgewiesen. Okay. Na, gell?
Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, was da gerade so abgeht. So, ich würde zuerst mal gerne Richtung Grotte. Das ist die Grotte, die wir finden müssen. Okay. Ich hab da gerade was schon entdeckt. Aha, eine Giste. Eine Giste. Da haben wir sie ja. Jeder, der einmal in die Mageninhalte eines Hais eingetaucht ist, weiß, dass sie so gut wie alles fressen. Ja, auch kleine Moderatoren, die immer wieder das Gleiche sagen. Aha, ich glaube, da muss ich drüber springen. Sodala. Rissen wir mal zwischendurch noch so ein paar Kleinigkeiten. Ah ja. Wird wieder schön markiert. Wo ist er denn? Was ist er? Hallo. Ein Ruheort ist ideal für den Hai, um zu meditieren und seine wahre Potenzialität zu erreichen. Okay, passt. Freunde, ich mach mal eine kurze Pipi-Pause. Wir sehen uns gleich wieder.